Ja, hallo, herzlich willkommen bei HEZ in Video auf heinzschmitz.org. Heute haben wir wieder einen Gast dabei. Herzlich willkommen nach München, herzlich willkommen Rudi Kulzer. Hallo Rudi, Heinz. Wir haben uns etwas vorgenommen heute, über das wir uns schon ein paar Mal geredet haben, das sogenannte IoT, das Internet of Things. Es war jetzt ja vor einiger Zeit die internationale Funkausstellung in Berlin. Nein, sie heißt ja nur noch IFA. Und da haben alle Hersteller oder sehr viele Hersteller sich bemüht, zu zeigen, was man alles Tolles im Haus machen kann. Ja, Smart Home. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen. Was ist denn so dein Eindruck? Du hast es ja etwas verfolgt. Wohin treibt uns die Entwicklung? Also die Entwicklung ist so, dass alle Player zeigen wollen, auch gezeigt haben, zum Teil schon länger. Also alle meinen, sie müssen dabei sein. Aus unterschiedlichen Gruppen kommen die Energieversorger, die Telcos, die IT-Leute. Also alle sind dabei und unsere Aufgabe ist es, genauer anzuschauen, was bedeutet das für Otto Normalverbraucher, Lieske Müller, aber auch für die Technikorientierten, so wie du und ich ein bisschen bin. Ja, da haben wir jetzt die zwei großen Themenkreise. Es gibt zum einen ja einen Trend, über den wir schon ein paar Mal geschimpft haben, Echo und Alexa, also diese Amazon-Lösung. Ja, Sprachsteuerung von diesen Anwendungen. Ja, und haben auch schon erklärt, alles, was man spricht, geht in die Cloud, wird da interpretiert und die Antwort kommt zurück. Wenn man jetzt aber Home Control machen möchte, also wenn man zu Hause die Geräte, die Alexa-kompatibel sind, steuern möchte, dann sieht das ja datentechnisch wie eine absolute Katastrophe aus. Ja. Solange ich ein Gerät nur im Hausnetz habe und es telefoniert nicht nach draußen, habe ich ja alles unter Kontrolle. Aber damit Alexa ja eine Rolllade steuern kann oder eine Lampe anmachen kann, heißt das, meine Sprache geht ins Web, also in die Cloud. Alexa nimmt mit der Cloud des Herstellers Verbindung auf und aus dieser Cloud wird dann die Birne ein- und ausgeschaltet oder sonst was. Das müssen kompatible Geräte, egal was es ist, die müssen, also Amazon, Echo, Alexa ist ja die Spracheingabe dazu. Ne? Das System heißt ja Echo und wird von Amazon sehr stark beworben, auch in einer Art und Weise, die ich verurteile. Aber okay, so ist der Vorgang. Alexa ist die Spracheingabe und die bringt es dann in die Cloud. Ja, also Alexa ist die Software dahinter. Bringt es zu Echo und die der in die Echo Cloud. Ist das Echo ist das Stückchen Hardware, zu dem es ja mittlerweile kompatible Anbieter gibt. Die ja. Medion, also die Lenovo, haben einen kompatiblen Lautsprecher dazu. Die Sonos wollen einen bringen. Die Samsung sind auf der Schiene, wollen auch so einen Lautsprecher vorstellen. Alle müssen erklären, wir sind also Echo Alexa kompatibel oder Google Home kompatibel, da hört man nicht so oft was. Die Werbung ist bei Amazon stark, liegt auch in der Natur der Sache, so wie Amazon gestrickt ist, ja, richtig. Das heißt, also mein subjektiver Eindruck ist, dass diese Schlacht um die Spracheingabe von Amazon gewonnen wurde. Ja, die Siri sieht so aus. Ja, Siri speziell ist, in USA, in Deutschland ein bisschen weniger, aber ja. Ja, die haben eine unheimliche Marktmacht. Siri ist zwar da, lebt aber nur in der Apple-Welt wirklich. Siri ist eigentlich vom Smartphone und was, aber Siri ist nicht drin. Nö, die leben in der Apple-Welt eben. Ne? Microsoft hat gerade, so muss man ganz böse sagen, seine Pleite erklärt. Ja, die haben gar nichts und die müssen ihr Cortana mit Alexa verbinden. Ja, genau das passiert. Also sie geben im Prinzip ihre eigenen Anstrengungen auf und verbünden sich mit dem großen Feind Amazon. Gut, so ein Feind ist es nicht. Amazon ist eben ein Vertriebsladen. Eher Kooperation, aber es ist Amazon Echo Alexa und Google, die ja schon lange da sind mit Home. Beide sind auf dem Markt. Apple hat nur angekündigt, muss man schauen, ob sie es überhaupt hinbringen. Und dann, ich glaube auch nicht, dass die einen Erfolg haben werden. Nein, also außer in ihrer Gemeinde. Es gibt ja religiöse Gemeinde, der Apple-User, die machen das sicher. Aber der Erfolg eines solchen Systems hängt mit den Partnern zusammen. Ja.
Wenn ich also sehe, dass auch deutsche Firmen, Telekom, Philips, Philips mit der Beleuchtung. die Huawei und In USA sehr Develo. stark Sicherheitssysteme, die bei uns auch langsam stärker kommen. Ja gut, da haben wir Develo, die Ja, Aachener, die auch mit dann Alexa. vor allem die Energieableser. Wir werden das Smart Metering, dass der Mensch gar nicht mehr ins Haus kommen muss, sondern das kann man auch ablesen. Ne? Das haben wir schon. Also Das habe ich hier ja, haben im wir Haus. schon. Das Es haben wir war hier im immer Haus. Ärger, oh Gott, ich kann ja gar nicht, bin nicht da, wenn der Brunater da kommt. Ne? Also das sind positive, aber auch negative, weil bei diesem ganzen Komfortzeug geben wir unsere Daten preis. Da reden wir ja schon seit Jahren drüber. Ich habe mal ein ganz blödes Beispiel. Ich habe also eine große Investition getätigt, habe hier für 30 € so eine kleine Webcam gekauft, die IP-fähig ist. Ich kann also über WLAN oder über Netz angeschaltet werden. Also der Unterschied, im Gegensatz, der anderen konnte man immer nur auf dem Computer Ja, draufstecken, aber den kann man richtig ins Netz den kann tun. ich irgendwo im Haus hinstellen und kann das dann Genau, die beobachten. Kamera, eine Ja, netzwerkfähige Kamera. also die hängt jetzt bei mir im Hausnetz drin. Irgendwo steht in diesem Mini DIN A6 Blättchen, was dabei ist, dass das auch in die Cloud geht. Also irgendwie werden die Daten auch in irgendeiner Cloud abgelegt, ohne dass vernünftig dokumentiert wird, wie das funktioniert. Das halte ich für sehr bedenklich, denn dieses Sicherheitsaspekt, den du gerade schon angesprochen hast, der hat ja in der Cloud, der wird in der Cloud, nein, im Smart Home vollkommen außer Acht gelassen. Denn die meisten IoT-Geräte laden ihre Daten in irgendeine Cloud hoch oder haben die Möglichkeit dazu. Und der Anbieter muss also vertrauenswürdig sein. Die Leitung in die Cloud rein Ja. muss vertrauenswürdig sein. Und Übrigens, wenn eins, ich habe das da gelesen von den Kollegen, ne, die Regina Bönsch von VD Nachrichten und der Jens, und die haben in ihrer Befragung und Bitkom hat da mitgemacht, die Deutschen sind sehr wohl offen und bereit für Smart Home, wollen aber ihre Daten nur in Deutschland oder Europa. Sie wollen es nicht in den amerikanischen Servern haben. Das kam bei der Befragung sehr deutlich raus. Gut, jetzt habe ich hier so eine 30 € Kamera gekauft. Ich weiß aber nicht, wo die Daten, wenn ich jetzt in der Cloud mich da wirklich anmelden sollte, wo meine Daten da landen. Die Bei den können auch irgendwo in Chinesen. Taiwan, in China oder sonst irgendwo landen. Bei den Chinesen. Ja, also Und bin ich da die nicht sicher. sind ja besonders datenhungrig. Und wenn wir jetzt dieses eine Szenario, was ich eben schon mal anschrieb, dass man über Alexa, Echo, irgendwo ein Hausgerät steuert, den Staubsauger, den Kühlschrank oder sonst was, oder die Birne steuert, da muss man sich wirklich mal überlegen, was denn da alles passiert. Wie gesagt, das geht in die Echo Cloud, in die Alexa Cloud rein, also in die Amazon Cloud rein, wird dort ausgewertet und wird von dort eine Verbindung zu meinem Hersteller, der Philips Hue oder Telekom oder wer sonst, T-Systems oder wer sonst irgendwas hat, wird eine Verbindung hergestellt. Dort wird ausgelöst, was mein Gerät zu Hause machen soll. Wenn eine dieser Verbindungen nicht sicher ist oder wird kompromittiert, dann liegt mein Haus plötzlich offen. Ja, ich bin sicher, dass wenn der Druck groß genug ist, national oder EU-like, Amazon ist ja hier mit einem großen Laden da, die reagieren dann schon, wenn der Protest von den Verbrauchern sehr hoch ist. Man muss sie Ja, dazu zwingen, ist mein ja. Eindruck. Ja, es gibt noch einen anderen Aspekt dabei. Ich habe dir das im Vorgespräch schon mal gesagt, ne? Man baut keine ordentlichen Prozessoren ein, sondern man nimmt irgendwelche System on a Chip, also diese kleinen Controller, Ja. die fast nichts kosten, die aber auch in ihrer Funktionalität eingeschränkt sind. Sind aber auch nicht kompatibel mit den großen. Wenn ich jetzt eine IP-Steckdose habe, die hat also irgend so einen kleinen Chip drin, hat sonst nichts. Nur die Möglichkeit, übers Netz geschaltet zu werden oder über IP geschaltet zu werden, dann was passiert, wenn jetzt in dem System eine Sicherheitslücke auftritt? Wie kann ich die updaten? Was passiert hier bei meiner Kamera? Die Ja, muss. merke ich es überhaupt? Also jemand wie du, Ja. der so ein Klemmner ist, der merkt es, aber Lieschen Müller merkt es nicht. Ja, oft weiß man nicht, wie es geht. Und jetzt hast du denn irgendwann mal 200, 300 Systeme im Haus und dann kommt raus, in irgendeinem von denen ist eine Sicherheitslücke.
Wer bitteschön, wenn er nicht wie du mich immer nennst, Klempner, ich habe auch keine Latzhose Ja, an. du hast noch mehr Wissen wie ich, aber ich höre Ja, immer gern zu. aber Ich kann mindestens zuhören. also ich wäre wahrscheinlich, auch ich wäre denn vollkommen überfordert, wenn irgendeines meiner paar hundert Geräte, die ich denn später mal im Haus habe, in meinem Smart Home habe, eine Sicherheitslücke hat. Und das ist ein hohes Ja, Gefahrenpotenzial. Das muss Sicherheitsnormung. bei Rechnern, bei Computern ist das mittlerweile geregelt. Microsoft hat ja auch gelernt, machen also ihren, wenn man es nicht ausdrücklich abschaltet, werden Sicherheitsupdates auf die Rechner gespielt. Apple macht Okay. es. Also alle die größeren Systeme machen es automatisch. AVM macht zum Beispiel bei ihren Routern, die werden auch automatisch, wenn man es zulässt, automatisch aktualisiert, sobald irgendetwas auffällt. Aber hast du schon mal gehört, dass deine Kamera, deine Uhr, selbst schon beim Smartphone wird das sehr, sehr vernachlässigt, dass viele Hersteller die Sicherheitslücken, die es gibt, zum Beispiel Android sind im Moment ein paar Ja. bekannt, die werden von den meisten Herstellern nicht gepatcht, weil der Aufwand dafür zu groß ist. Die haben eben Ja. eine Produktpalette von 300, 400 Phones, die Zu müssen sie. teuer Kampfpreise. Ja. Können ja nicht alle den Luxuspreis machen, wie Apple jetzt mit der letzten Version da, die ja ins Edel-Luxussegment gehen, aber die meisten Dinge sind ja kostengünstig. Ja, und da ist es kritisch, da wird an sich zu wenig gemacht. Also wenn ich sehe mein Smartphone, da weiß ich, das sind Sicherheitslücken drin. Es ist zwar jetzt eine Sicherheitssoftware drauf, die das vielleicht abwehrt, aber vom Hersteller Ja. kommen nicht regelmäßig Sicherheitsupdates. Denn wie ich es eben schon mal Freiwillig machen sagte, die das nicht. Das wenn ist eine Aufgabe der Fachpresse und auch der Wirtschaftspresse, immer wieder hinterher zu sein. also die Das ist unser Sicherheitsleute. Job. Die Sicherheitsleute, zum Beispiel bei GData habe ich es jetzt gelesen, die sagen was ganz anderes. Die sagen, man müsste für diese Updates, Updates over the air, also OTA abgekürzt, man müsste also automatisch die Updates ausliefern. Es müsste eine Infrastruktur dafür geben, die standardisiert ist, sodass ein Update auch für die Hersteller viel einfacher ist. Die andere Frage ist natürlich, ob so eine Steckdose genug Speicherplatz hat, dass man überhaupt eine neue Firmware draufladen kann. Denn man Also müsste. das ist ein Riesenthema. Auch hier Bequemlichkeit gegen Sicherheit. Aber jetzt in dem Fall technische Bequemlichkeit, ne? Ja, und also ich behaupte einfach, dass die Menschen den Vorzüge, die ihnen durch Smart Home geboten werden, gerne in Anspruch nehmen und das gerne genießen. Und sich über die Sicherheitsaspekte, die damit ins Haus kommen, oder die Sicherheitslücken, die damit ins Haus kommen, viel zu wenig Gedanken machen. Und dann haben wir auch noch das Generationen. Die Jünger geben ja gern vieles preis und die Oma versteht es nicht. Also um die ganze Bandbreite mal reinzulegen. Dabei ist ja gerade für die Oma, für Behinderte und was bin ich selber, ist das ein gutes Potenzial, Smart Home und Hilfe im Home zu machen. Aber die Bandbreite der Fragen, gerade in dem Thema Sicherheit, ist enorm. So, Rudi, jetzt haben wir so mal einen kurzen Überblick. Wir haben wieder unsere Kritik verteilt. Ja, unser Zwischenbericht Ja. aus Anlass der IFA. Also wir haben wieder unsere Kritik verteilt, was wir ja ganz gerne tun. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder deswegen beschimpft. Aber wie sagst Aber du nicht immer? aus Bosheit, sondern aus Fürsorge, Heinz. Ja. Es ist nicht Bosheit, warum wir das Aber machen. wir werden bestimmt wieder beschimpft deswegen. Das ist Und ein gutes Zeichen, da hören Sie wenigstens zu. du sagst, das ehrt uns, ne? Ja. Also, Rudi, ganz herzlichen Dank erstmal. Auch an Ihnen schönen Dank, dass Sie, an Sie, schönen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es war informativ für Sie. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org.